Wisst ihr eigentlich, was wir hier gerade machen? Wir laden 30 Bilder pro Sekunde in das Internet. Das sind über 100.000 Bilder pro Stunde. Und das machen nicht nur wir. Täglich wird eine unglaubliche Masse an Daten in Form von Bildern und Videos in das Internet geladen. Diese Masse an Daten ist für Menschen nicht mehr bewältigbar, um zum Beispiel alle Bilder mit Giraffen drauf zu finden. Da bieten sich natürlich Computer an, da sie bestimmte Aufgaben effizienter durchführen können als Menschen. Es gibt nur ein Problem. Computer verstehen Bilder nicht. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn wir moderne Kunst betrachten. Ah, ein gelber Spritzer oben links und ein blassviolettes Quadrat in der Mitte. Das muss eine Bedeutung haben, die sich mir gerade nicht erschließt. So geht es Computern, wenn sie Bilder sehen. Viele bunte Farben, aber was sie bedeuten, davon haben sie keine Ahnung. Gut, dass es Machine Learning gibt. Da haben sich Wissenschaftler nämlich CNNs ausgedacht. Das hat nichts mit dem amerikanischen Fernsehsender zu tun, sondern steht für Convolutional Neural Networks. Diese Netzwerke sind besonders gut darin, Konzepte in Bildern zu erkennen. Ein Konzept ist zum Beispiel ein Dreieck oder ein Giraffenohr. Aber wie machen sie das? Erst einmal bestehen Bilder aus Pixeln. Das sind quasi kleine quadratische Farbpunkte. Wenn man da hineinzoomt, sieht das ungefähr so aus wie mein Hemd. Jetzt kommen Filter ins Spiel. Nein, nicht solche. Solche. Die werden über das Bild geschoben, sodass sie sich zum Beispiel 9 Pixel gleichzeitig ansehen können. Es gibt aber nicht nur einen Filter in einem CNN, sondern tausende. Dadurch, dass sie über Beispielbilder, zum Beispiel von Giraffen, geschoben werden, lernt jeder einzelne Filter auf ein bestimmtes Konzept zu achten, zum Beispiel das Giraffenohr. Die Filter untereinander sind vernetzt. Dabei sind die Filter, die am Anfang des Netzwerkes stehen, eher dafür zuständig, die rudimentären Bestandteile eines Bildes zu erkennen, zum Beispiel ein Strich. Der Filter achtet dann nur noch auf Striche und ignoriert den Rest. Er gibt seine Ergebnisse dann an die nächsten Filter weiter. Die sehen also gar nicht mehr das originale Bild, sondern nur noch so eine Art Zusammenfassung. Dadurch können die späteren Filter schon komplexere Konzepte erkennen. Zum Beispiel unser Giraffenohr oder das Giraffenauge. Die Konzepte, die dann von den letzten Filtern ausgegeben werden, dienen dem CNN dann, uns mitzuteilen, was eigentlich auf dem Bild zu sehen ist. Die Technologie ist schon so weit, dass sie eingesetzt wird, zum Beispiel im autonomen Fahren. Sie funktioniert natürlich noch nicht in allen Aspekten perfekt. Und wie fühlt es sich an, manchmal als Katze betitelt zu werden? Danke.